Die letzte Franks Freiheit 197 Teil 2 war so, als hätte man wohl in ein Wespennest gestochen. Unheimlich viele E-Mails haben mich erreicht. Ich möchte heute in der heutigen Sendung zum Thema Blut, Blutopfer, Blutrituale, Blutkult, aber auch Blutlehre, Zombifizierung, Vampire einiges zusammentragen, basierend auf euren E-Mails, aber auch auf einigen Nachforschungen und Zusammenhängen, die ich mal zeigen möchte. Und was mich besonders glücklich gemacht hat, der Vortrag Costa Concordia und Titanic wurde ebenfalls dadurch wieder erweitert um weitere Indizien, die ich auch in diesem Video habe. Also zweierlei, einmal das Thema Blutopfer, zum zweiten eine weitere Ergänzung, damit zusammenhängt zum Thema Costa Concordia und Titanic. Lasst dich überraschen, sehr, sehr interessant. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück auf unserem kleinen Kanal. Wir machen heute ein rotes Video über Blut. Das kommt nicht von ungefähr, das geht zurück ganz ursprünglich eigentlich auf ein Zweiergespräch mit Katharine, wo sie verwies eben auf das Beimischen von Blut in Zement bei den alten Römern schon und den ersten Nachforschungen dazu, dass in der letzten Franks Freiheit, wo ich in 197 Teil 2, auf die es dann derart viel Resonanz gab, dass ich mir gedacht habe, ich werde erstmal eine Folge jetzt hier widmen, einem reinen Zusammensammeln und Darstellen von den Schilderungen, die ihr mir geschickt habt. Und im weiteren Verlauf wurde dann in einem sehr, sehr schnellen Sammeln ein sehr breites Bild nochmal kam da zutage. Und wir werden heute also ein bisschen hereinstechen, Impulse geben in den Bereich von Opfergaben, alten Sagen. Wir gehen zu Schiffstaufen herüber und werden uns generell auch mit Okkultem beschäftigen. Und überall wird im Zentrum sein das Blut, die Verwendung des Blutes und die möglichen Hintergründe. Wir können dabei nichts beweisen, denn wir sind hinter der Schilderung von eigentlichen Vorgängen. Wir können uns Vorgänge anschauen und können sagen, ja, da wurde Blut beigemischt. Warum es beigemischt wurde, da sind wir im Bereich einer mentalen Ebene. Da sind wir im Deutungs-, im Interpretationsbereich. Wir wissen im Zweifel nicht, warum. Wir können eine Schilderung ansehen, aber wir wissen nicht, warum sie erfolgt. Der Zugang bleibt uns verschlossen. Das heißt, wir können da eigentlich nur Impulse geben, auf etwas hindeuten, vergleichen. Besonders gefreut hat mich, wahnsinnig gefreut hat mich, dass durch eure Rückläufe, die mannigfach waren und wo ich jetzt einiges darstellen werde, ich ein weiteres Detail zu meinem Costa Concordia Vortrag, den ich euch sehr ans Herz lege, ergänzt werden konnte. Ja, ich habe ja damals schon gesagt, als ich den gehalten habe, das ist ein Vortrag, der kommt aus dem Jahr 2012 und dessen Grundbehauptungen, die da waren, es handelt sich um ein okkultes Ritual, was dort passiert ist mit der Costa Concordia. Eine These, meine Gewahrnahme, mein verschrobenes Weltbild, meine Dauersatire-Sendung, meine Perspektive auf die Welt, die aus der Welt ein Comic macht, das wird immer weiter ergänzt. Und ich war so wirklich beglückt, ein weiteres Detail zu finden, was ich heute dann auch noch zeigen werde in dieser Franks Freiheit. Ja, ich habe also quasi in ein Wespennest hereingestochen und wir nähern uns diesem Thema Blut in Baustoffen, Blut in Bauten, Leichen in Bauten weiter an heute und gehen dann darüber hinaus. Wie ich schon sagte, es ist ein Nähern, es ist ein Hereinspüren, ein Hereinfühlen. Du wirst es auch merken jetzt, wenn bei dem Thema Blut etwas in dir angeht,
dann merkst du, also eine Faszination oder ein Fühlen, da ist etwas, ja. Und dem nähern wir uns heute an, ja. Ja. Ausgangspunkt war ein Zitat von dem Theodor Storm in seinem Schimmelreiter. Nicht der Fontane, genau, ja. Ja, Schuld auf meiner Seite, ja, ja. Und dieses Zitat erzählte davon, dass ein Kind in einem Damm quasi eingebracht wurde. Also sozusagen, danke ans Forum, verdammt wurde. Ja, schön, also kann man eben, indem man etwas Lebendiges in ein Bauwerk hereintut, so wie der Dichter das angeführt hatte, zu mehr Festigkeit verhelfen? Und wenn ja, warum? Was geht da vor, was jetzt unter Umständen dann schulwissenschaftlich überhaupt nicht erklärbar ist? Oder auch doch, wir nähern uns. Wie gesagt, ich komme mit einigen, oder mit vielen Infos noch. Ich muss an alles denken. Das Zitat dazu, was euch so bewegt hat, war: Als ich Kind war, sprach sie, hörte ich einmal die Knechte darüber reden. Sie meinten, wenn ein Damm dort halten solle, müsse was Lebigs da hineingeworfen und mit verdämmt werden. Bei einem Deichbau auf der anderen Seite vor wohl 100 Jahren sei ein Zigeunerkind verdämmet worden. Offenbar gab es damals in der Sprache auch ein Verb, verdämmt werden, verdämmet, verdammt werden. Ja? Dass sie um schweres Geld der Mutter abgehandelt hätten. Jetzt aber würde wohl keine ihr Kind verkaufen aus dem Schimmelreiter. Ja? Also da auch wieder die deutsche Sprache. Haben wir, wenn man heute verdammt ist, verdammt dies und jenes zu tun, aber oder verdammt worden sein, kann das zurückgehen auf den Vorgang, den der Herr Storm da beschrieben hat in seinem Schimmelreiter? Ja, lasst uns ein bisschen annähern. Wir haben es beim Blut zu tun, sowieso mit einem sagenhaften Saft, mit einem besonderen Saft. Sitchin beschreibt in seinen Übersetzungen des Sumerischen, es sei das, worin die Erinnerung sei, also ein Informationsträger, Blut. Wir wissen um die Blutsbrüderschaft. Wir wissen um Verträge, die mit Blut gezeichnet werden, damit sie wirksam sind. In der deutschen Sprache haben wir es, dass uns Geschehnisse, Handlungen, Erlerntes in Fleisch und Blut übergegangen sind. Also, dass wir einen Vorgang haben, der sich hier in dieser physischen, materiellen Welt ausdrückt. Ja? Du erlernst etwas, indem du es dir immer wieder zum Beispiel Vokabeln vorsagst. Und irgendwann musst du nicht mehr denken und sie sind in Fleisch und Blut übergegangen. Du hast sie parat. Sie sind eingespeichert in der Materie des Hirnes unter Umständen. Und du kannst sie repetieren. Aber auch so subtile Sachen wie ein Sprung oder Schwimmen gehen in Fleisch und Blut über. Du kannst irgendwann gar nicht mehr benennen, wie es geht. Du tust es nun automatisch. Es hat sich hier verfestigt in dieser Materiewelt. Ist in Fleisch und Blut übergegangen. Also unsere Sprache gibt auch einen Rückschluss darauf, dass mit dem Blut etwas besonders ist. Ja? Es ist in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, ja, viele Infos von heute habe ich dann auch aus dem Brauchtum-Wiki, das wollte ich noch einmal sagen. Und die Frage ist eigentlich so, wie der Dichter das jetzt beschrieben hat, wenn man ein Gebäude erbaut, in dem Fall ein Damm, aber es könnte jetzt auch eine Kathedrale sein oder so etwas, dann ist doch der eigentliche Schöpfungsakt schon, dass wir es ersinnen, ja, dass wir es dann zusammensetzen nach einem Plan. Das sind doch auch alles Ausdrucksformen vom Geistigen, vom ins Materielle herein. Aber scheinbar braucht es in dieser Trinität, ja, ersinnen, erbauen, dann noch das Beleben, das belebende Element, wie der Dichter ja auch schon darauf hingewiesen hat. Einen dritten Aspekt, sonst hält das Bauwerk nicht zusammen. Das erinnert an eine Art der Beseelung bereits. Ja, was Lebigs muss hinein, sagt er. An eine Art der Beseelung.
Es erinnert an den biblischen Schöpfungsakt des Atem-Odem-Einhauchens. Ja? Wir sind da aus, ja, symbolisch gesehen, wir sind aus Erde gemacht. Und dann brauchst du den Atem des Lebens noch darin. Und du brauchst die Seele, das beseelende Element, das belebende Element. Und genau das ist das Blut als allererstes. Es ist die Lebenskraft. Es symbolisiert die Lebenskraft. Heute liest man, schon im Altertum, habe man es mit der Lebenskraft in Verbindung gebracht, weil man bei Opfertieren gesehen habe, wie das Blut das Leben aus dem Tier weicht, simultan mit dem Blut das Leben aus dem Tier weicht. Also ist das Blut auch ein der Lebenssaft. Auf der anderen Seite hast du so etwas wie eine Blutleere. Ich gebe Impulse, okay? Ich gebe ein paar Impulse vorab. Eine Blutleere, und die Blutleere, an wen erinnert die uns? An Zombies? An wen erinnert uns, an welche Fabelgestalten? Fabelgestalten erinnert uns Blutleere außerdem an Vampire, die sich das Blut von außen beschaffen müssen. Die es nicht selbst produzieren, also an Nichtmenschen quasi, an zweierlei Arten Menschen. Oder dann eben Nichtmenschen, nicht zweierlei Arten Nichtmenschen. An zweierlei Arten Menschen komme ich gleich drauf. An Nichtmenschen, an Geschöpfe, die wie Menschen aussehen, aber keine sind, und sie brauchen das Blut dafür. Das ist der Vampirmythos. Immer mal als Impuls nehmen auch. Heute haben wir in unserer Gesellschaft eine Menge Blutspenden zum Beispiel, ja. Eine Menge Blutspenden, die wir doch für die Medizin brauchen. Nicht für Bauwerke und nicht für Nichtgeschöpfe. Das ist vielleicht schon wieder Sage. Aber du merkst, wir nähern uns den okkulten Elementen von Blut. Ups. Und dann haben wir schließlich auch noch ein Blutgericht. Denn den Begriff des Blutgerichtes, was ist das? Man bezeichnet es also jetzt eher euphemistisch, ich rezitiere Wikipedia, als Volksgericht. Und es sind, Achtung bitte, Vergeltungsmaßnahmen zu Kriegszeiten. Ups. Wir erinnern uns an Pferden an der Aller zum Beispiel. Das Blutgericht von Pferden oder das Pferdener Blutgericht, das Blutbad von Pferden. Da sollen 4.500 Sachsen hingerichtet worden sein auf Befehl Karls des Großen. Ich weiß um die Zweifel an diesen Darstellungen. Karl der Große, gab es den Karl der Großen oder nicht? Im Jahr 782. Wenn du dir die Quelle dazu genau anguckst, dann wird nicht von Karl dem Großen geredet, tatsächlich. Denn dort heißt es, ich zitiere, bis zu 4.000 wurden ausgeliefert, jetzt auch nicht 4.500 Sachsen, 4.000. Und alle wurden an einem Tag auf Befehl des Königs am Fluss, alle an einem Ort namens Verden, enthauptet. Also da spricht man jetzt nicht vom Karl den Großen, sondern nur vom König. Ja. Und dann ist es eine Ableitung, eine Schlussfolgerung, wenn man sagt, ja, aber der König war ja der Karl der Große, steht da nicht. Ja. Zulässige Ableitung, zulässige Schlussfolgerung, können wir jetzt wieder deuten. Ja. Ich möchte einen Impuls geben, ich möchte mich nicht festlegen, weil wir sind da auch in einem Bereich, der wieder von Politströmungen, diversen Politströmungen gedeutet und gebraucht wird, will ich nicht. Ja. Ich kann dir aber sagen, die Urquelle, die hat es nicht ausgesagt. Gut, das ist das Blutgericht. Das sind also örtliche Ereignisse, jetzt in dem Fall was Pferden an der Aller, bei denen, Achtung, eine hohe Anzahl willkürlicher Hinrichtungen stattfindet. Das ist das Blutgericht. Nochmal, eine hohe Anzahl willkürlicher Ereignisse als Vergeltungsmaßnahme zu Kriegszeiten. Denke. Viele sagen, wir wären momentan in einem Dritten Weltkrieg. Gibt es hier eine hohe Anzahl willkürlicher Hinrichtungen? Nein, oder? Auch die erhöhte Sterberate jetzt kannst du doch nicht damit in Verbindung bringen. Nein, oder? Gibt es da Parallelen zu heute oder nicht? Gibt es also unter Umständen dann auch sehr weit jetzt aus dem Fenster gelehnt, heute auch rituelle Opfergaben,
Denn wir werden im weiteren Verlauf dieser Sendung sehen, dass genau das der Grund der Opfer war, die Götter milde zu stimmen. Sehen wir unter Umständen auch in diesen Tagen altes Denken im neuen Gewand? Alltäglich vor aller Augen und doch unbemerkt? Im weiteren Verlauf dieser Sendung werde ich Hinweise dafür geben. Das da waren die Notizen. Okay. Die Blutlehre haben wir. Blut als Lebenskraft. Und wir sind jetzt schon einmal hereingegangen in das Blutopfer. Mit Hilfe eines zum Beispiel Blutgerichts. Und wenn wir jetzt über alle und so etwas reden, geredet haben, wenn ich das dargestellt habe, dass dort also in Kriegszeiten willkürlich ja zivile Opfer oder zumindest entwaffnete Opfer gebracht wurden, könnte das eine kollektive, riesige Opfergabe gewesen sein oder einfach nur wirklich nur eine Rache oder Vergeltung. Wir kennen das auch aus der alten deutschen Nibelungensage, ne? Wo, boah, die Burgunder waren es, glaube ich, gelockt haben in den Festsaal. Ihn dann verschließen und alle darinnen abbrennen. Ich meine, das wurde in Game of Thrones dann auch noch einmal in irgendeiner Staffel aufgegriffen, dieses alte Element, und ebenfalls gezeigt. Dieses zur Feier einladen und dann abschlachten, wenn alle entwaffnet sind. Lass uns hereingehen in eure Rückmeldung jetzt konkret einmal, die ihr mir dankenswerterweise habt zukommen lassen und aus denen jetzt dann Großteile dieser Sendung auch gestrickt sind. Blut, was lebigs im Damm? Menschenopfer, Opfergaben, lebendige Opfergaben im Damm drinnen. Aber lass mich vorher noch eines sagen. Ja, lass mich vorher noch eines sagen. In Werken für die Zementherstellung, ganz aktuell, da waren wir eben auch gerade, was hier passiert, passieren immer wieder Aber Punkt ist, es passiert immer wieder über Jahre, dass jemand Menschen, Arbeiter in die sind so kleine graue Kugeln, die bei 1200 Grad gebrannt werden. Haben die Größe eines Golfballs und die dann in der Mühle zu feinem Zement gemahlen werden. Und die Öfen dafür, die werden gefeuert mit Schweröl, mit Altöl, mit Reifen. Rückstandslos. Das heißt, wenn da einer, du kannst dir vorstellen dann vielleicht, was passiert, wenn da jemand rein, was lebigs, in die Klinkermühle geht. Und diese Werke für die Zementherstellung sind, oder bauen die Grundlage für Beton. Und dieser Beton, der Grundstoff für Beton, ist der Zuschlagsstoff Eisen-2-Sulfat. Ist der Zuschlagsstoff Eisen-2-Sulfat enthalten. Ich rezitiere hier Dinge von euch, die ich selbst jetzt so nicht weiß oder bezeugen kann. Ich bin beileibe kein Chemiker. Höre dir diese Dinge also mit Vorsicht an. Ich gebe wieder, was ihr mir sagt. Eisen-2-Sulfat ist das Salz der Schwefelsäure. Hydratisiert als Eisensulfat wird es in Arzneimitteln zur Eisenstabilisierung und als Stärkemittel verwendet. Eisensulfat kann mit Schwefelsäure hergestellt werden. Wichtigstes Grundprodukt ist Eisen. Ferrum. Ja. Eisen. Der Laborwert beim Mensch wird in Ferritin gemessen, einem Protein, das Eisen in sich speichert. Männer haben mehr Eisen, Frauen meist weniger durch den Zyklus. Eisen ist ein wichtiges Spurenelement im menschlichen Blut, das im Häm vorkommt, dem Hämoglobin, der roten Blutkörperchen.
wenn ich das gelesen habe, und wahrlich, ich bin kein Chemiker oder so etwas, frage ich mich, sind das, haben wir da gerade gehört, die chemischen, die naturwissenschaftlichen Hintergründe für etwas, das dann die Festigkeit in dem Beton gibt? Ja. Dann gehen wir mal herein in die Sagen, also, wie schon angedeutet. Blut im Zement, eine ungarische Volkssage, mit der wir jetzt mal beginnen werden hier. Ich zitiere. Es gibt mehrere Versionen dieser Geschichte mit geringfügigen Unterschieden. Das gleichnamige Gedicht bezieht sich auf ein bekanntes ungarisches Volksmärchen, in dem die Hauptfigur, ein Steinmetz, namens, Achtung, Ungarisch als Sprache ist eine Herausforderung, Kölmüvers Kelemen, feststellt, dass die Burg, die er zu bauen versucht, immer wieder einstürzt und gezwungen ist, seine geliebte Frau zu opfern und ihre Überreste einzumischen in den Mörser, um die Burg zu errichten. Ich habe diese Geschichte jetzt anheimgestellt, direkt dahinter gestellt, weil er seine geliebte Frau in dieser Geschichte in den Mörser gibt. Und wir haben eben gerade von der Klinkermühle berichtet, da in zwei Posts von euch oder zwei E-Mails direkt hintereinander, wie synchron. Einmal hast du einen modernen Mörser, so verstehe ich das, geschilderte. Auf der anderen Seite hast du den altertümlichen Mörser in der ungarischen Volkssage. Und die Frau ist dann also wieder das Lebix-Element, das da hineinkommt. Aus Jugoslawien berichtet mir eine andere Schreiberin, dass der Putz in der Hauswand durch das Blut von Ziegen, Schafen oder Rindern eingemischt wird, damit die Wände nicht reißen. Und der Pfarrer segnet dann die Häuser. Dieses Segnen dann, dieses Bauwerks, das, was Lebix wieder drin hat, hat auch jetzt wieder Bezüge zum Abendmahl, ne? Blut und Leben, Blut und Leib Christi. Spätestens beim Blut sind wir mit dem Rotwein in der Nähe. Der Rotwein, der auch verpanscht wurde mit Weinskandalen und mit Blut verpanscht wurde in Weinskandalen. Da siehst du, wie nah das alles zusammenhängt. Ja. Dann möchte ich dir noch einmal etwas zitieren aus Das Blut in den Sitten und im Aberglauben des palästinensischen Arabers, ein altes Buch. Achtung. Das Blut ist die Lebensflüssigkeit des Körpers. Verblutet ein Mensch oder ein Tier, so stirbt das Lebewesen. Es gibt mit seinem Blut auch seine Seele auf, denn die Seele ist im Blut. Deshalb hat man von jeher das Blut als Sitz des Lebens betrachtet und ihm übernatürliche Kräfte zugeschrieben. Kann es also sein, wir haben das Ausbluten, ja, das Lebewesen, die Seele geht aus dem Tier, dass wenn wir Blut zu etwas dazugeben, dass wir es dann quasi einbluten oder dem Seele geben, es zu etwas Lebendigem machen. Zwei Sitten, die vor 30 bis 35 Jahren im Lande geübt wurden und die auf den Zusammenhang Blut-Seele hinweisen, sollen angeführt werden. Wenn zwei Kinder sich verbrüdern wollten, stachen sie sich in die Finger und jeder sog etwas Blut vom anderen auf. Mit dem Blut nahm er etwas von der Seele des anderen auf. Sie traten in Brüderschaft. Wenn ein Mann keine besondere Neigung zu seiner Frau hatte, gab sie ihm ein Getränk, mit dem sie einige Tropfen ihres Blutes gemischt hatte. Auf diese Weise eignete er sich auch etwas von ihrer Seele an. Hier sind wir schon bei rituellem, magischem, okkultem Denken. Nimmst du also, wenn du das Blut isst, etwas von der Seele des anderen zu dir? Ereignete sich etwas von ihr an? Liebte er sie dann eher? War er ihr mehr zugewandt? Haben wir es da mit einem magischen Ritual zu tun? Und was bedeutet dieses magische Ritual heute, wenn wir Schweinsblutwurst essen?
Was geht in uns über, wenn wir das tun? An Informationen? Oder auch das Restblut, was im Fleisch ist? Haben wir es da vielleicht mit einem flächendeckenden, verhöhnenden Ritual zu tun, in dem manche, die über andere herrschen oder sie in die Irre geführt hätten, sich halb totlachen, mit was sie sich informatorisch verseuchen oder runterfrequentieren in ihrer Resonanzfähigkeit für die Seele, indem sie sich Informationen im Tierblut auf unbedachte Weise zuführen, die sie immer mehr entfremdet von der Welt? Diese Dinge mit dem Blut weisen in diese Richtung. Die Volksmedizin lehrt, dass der menschliche Körper aus drei Hauptstoffen besteht. Diese sind Blut, Luft und Lymph, also Schleim. Die Ansichten des Arabes in Bezug auf Blut und Krankheiten sollen kurz erwähnt werden. Man glaubt, dass Wallungen stets Unwohlsein verursachen. Dieser Zustand folgt Aufregung, Kopfschmerzen und so weiter. Im Altertum waren die Chinesen und die Ägypter, wir wissen es ja auch von den Indianern, der Ansicht, dass die Kräfte der Feinde auf sie übergehen würden, wenn sie deren Blut tranken. Haben wir es also bei dem, ich habe vorhin angefangen, wenn ich sagte, wir sehen etwas und wir können es nur von außen beschreiben, aber wir sehen nicht den Grund, was uns also, oder die Warum-Skizze, die Antwort darauf. Wir sehen also jemanden, der Blut trinkt, beurteilen, werten es als barbarisch, wissen aber nicht um die Beweggründe dahinter. Es könnte ja tatsächlich sein, dass die Kraft übergeht, wenn das Blut für die Lebenskraft steht. Wie verhält es sich dann damit, wenn auch heute in moderner Zeit, wenn wir immer wieder hören, Menschen lassen sich verspeisen oder kleine Menschen werden, so ja auch einige sagen und ja, unter Umständen moderne sagen. Ich erinnere an ein Buch in den 80ern, Die Spinne in der Yucca-Palme. Moderne Sagen, die damals erforscht wurden, wie sie sich weitertragen. Oder Wahrheitsfragmente. Wenn man immer wieder davon redet, dass auch Kinder gegessen werden. Merkt ihr das? Denn es ist ein alter Mythos. Und ich hoffe, ich denke daran. Das ist auch eine, ist sowieso eine Knallersendung. Gibt es auch nachher. Du weißt, das Beste kommt bei mir immer zum Ende. Muss ich dran denken, dass ich dir mal alte Vorlagen zeige. Da muss ich kurz nochmal unterbrechen, die hinten dann holen. Für neue und neueste Mythen, die wir heute haben. Sehr interessant. Sprich, Untergrundanlagen, Adrenochrom, Kinder und Kampf in Tunneln. Ist doch ein ganz moderner Mythos, oder? Dass man Kinder schlachtet und isst. Nein, und ich werde es dir beweisen. Ist ein ganz alter Mythos und ich habe ihn in einem alten Buch gefunden. Könnte es also sein, ich schick's schon mal jetzt so ein bisschen voraus, dass wir in einer Zyklik da heute alte Geschichten wieder aufgelegt bekommen? Und wenn ja, wohin gehören diese alten Geschichten? Ich hol's nachher. Wir machen jetzt hier erstmal in unserer Hauptlinie weiter. Die Zugabe von Lebendigen zu Totem, also in Bauwerke rein. Im Mittelalter ist auf Wasserburgen Stierblut zur Abdichtung verwendet worden, um zu verhindern, dass Nässe ins Mauerwerk hochsteigen könnte. Wieder dasselbe, mehr Festigkeit. Geht ins Bauwerk mehr? Geht da die Lebenskraft ins Bauwerk rein? Ich war als Kind auf der Insel Raab, heute Kroatien, damals Jugoslawien, naja. Das war der Südostflanke Europas. Das, was unbefestigt blieb und was dann doch nochmal, naja, was dann destabilisiert wurde. In der Stadt Raab wirst du sehen, dass die Stadtmauer
zugleich als Friedhof dient. Das ist also auch etwas, naja, nicht mehr Lebigs, aber Tote, alte Organisches, totes Organisches in das Gebäude, in die Stadtmauer hereingegeben wurde. Na, man kann auch sagen, man hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn du weißt, im Süden hat man immer wieder Grabsteine oder Grabbauten. Aber ich hab's eben gerade gesagt, überleg mal, Grabsteine. Grab und Stein, Organismus und Bauwerk waren schon immer miteinander verschmolzen. Im Grab wird der Organismus eingebettet. Es kommt ein Bauwerk zum Organismus. Bei der Verdammung von Organischen im Bauwerk kommt der Organismus zum Bauwerk, wird beigegeben. Grabstein, Grab und Stein, Organismus und Stein hatten immer schon eine Verwandtschaft. Sehen wir, haben wir da auch einen Teil der Historie unserer heutigen Grabsteine? Und das ist gar nicht so weit weg, wenn ich jetzt von einem Grab rede, wo ein toter Organismus hereinkommt. Gar nicht so weit weg. Denn wir haben das Einzementieren. Also ich meine jetzt nicht nur sizilianischen Beton als Schwimmhilfe an deinen Knöcheln, oder dass du zu den Schweinen gehst, sondern dass Menschen einzementiert werden in Gebäuden, hast du immer wieder. Ja. Meistens als kriminellen Akt oder um, man sagt uns, die Leichen verschwinden zu lassen, sei das der aber unter dem, was wir jetzt gerade zusammentragen, erscheint es in einem ganz neuen Licht. Nicht, dass die Leichen verschwinden müssen, jetzt so rein kriminalistisch gesehen, sondern dass da ein okkulter Vorgang auch dahinter ist. Und das Einzementieren hast du in alter Zeit eben auch bei den Baumeistern gehabt. Die Baumeister wurden oft in den Kathedralen mit einzementiert. Warum? Man sagt, man wollte den Geist des Baumeisters fangen, auf dass er das Gebäude beschützt. Du siehst eine ganz andere Denke, ne? Derjenige, der das Gebäude, auch da wieder dieses Dreierelement, der das Gebäude ersonnen hat, in seiner Geometrie, in seinem Zusammenwirken, der das Gebäude dann hat bauen lassen und das überwacht hat, wird als Geistherrscher, da hast du ja diese Trinität, er belebt es mit seinem Geist letztlich, ersonnen, gebaut, dann das organische Element wieder mit drin. Weitere Sage von euch, danke. In das Schloss am Abgrund, laut einer Dolomitensage am Saslong, wurde auch ein Kind zur Festigkeit mit eingemauert. Falls jedoch im Schloss eine Jungfrau sterben sollte, würde das Schloss hinabstürzen, was am Ende auch eintraf. Weiter. Wir kommen nach Deutschland, in die Nähe von Bad Hersfeld. Der Turm von Holzheim. Um dem Turm aber eine besondere Festigkeit zu verleihen, wollte der Baumeister ein lebendiges Kind einmauern lassen. Immer wieder dasselbe Narrativ. Mehr Festigkeit, mehr Halt. Oder sagen wir, als würde die Lebenskraft ins Gebäude strömen und ihm dadurch auf einer hintergründigen mentalen Ebene den Zusammenhalt ermöglichen. Der Turm der Stadtkirche von Hersfeld. Man erzählt, dass in seinem Grundstein ein zweijähriges Mädchen eingemauert worden ist. Während dieser grausigen Arbeit unterhielten sich die Buhleute mit dem Kinde und einer fragte es, was ist süßer als Honig? Da entgegnete es meiner Mutterbrust. Aber was ist härter als Stein? Fragte ein anderer. Meiner Mutter Herz, kam es klagend als Antwort zurück. Ne, im Grundstein des zweijährigen Mädchen. Das Herz der Mutter ist härter als Stein, jetzt dadurch, durch das Einmauern. Oder der Haunemüller. Jedes Jahr rissen ihm die Fluten das Wehr entzwei. Da riet ihm ein Mann, ich weiß ein Mittel, das Wehr so festzubauen, dass keine Flut es zerreißen kann. Ihr müsst in den Grund einen lebendigen Knaben legen und darüber hinbauen. Wie erfuhren wir vorhin? Die Männer hätten mehr Eisen als die Frauen wegen des Zyklus? Den Knaben schaffe ich euch um einen billigen Preis. Der Müller hatte schon oft gehört, dass das, wozu jener geraten hatte, ein un-
untrügliches Mittel sein sollte, die Mauern fest zu machen. Von was wird uns da erzählt? Von Menschenhandel. Brauchst du hier einen Knaben? Brauchst du da einen Knaben? Und schon ist alles fest, ja. Könnt ihr euch erinnern? Die transsibirische Eisenbahn, man sagte, weil die deutschen Kriegsgefangenen die gebaut hätten, dass unter jeder, heute symbolisch gesehen, unter jeder Bahnschwelle läge ein toter deutscher Kriegsgefangener. Übrigens, so ein E-Mail von euch. Hat man in Deutschland im Mittelalter die Holzbalken beim Hausbau auch mit Blut getränkt? Das gab erstens die rotbraune Farbe der Fachwerkhäuser. Es sollte auch dadurch länger haltbar und nicht so leicht brennbar werden. Auch da wieder. Das Bluten, das Blut als Baustoff diesmal im Holz, um es zu verfestigen. Schon der Schriftsteller. Oder machen wir es so, apropos Holzplanken. Und das Bebluten von ihnen. Gehen wir doch mal zur Schiffstaufe. Denn in der Antike waren doch die Schiffe aus Holz. Und ja, wir haben eine Schiffstaufe, das kennst du heute. Man wirft eine Sektflasche, Champagnerflasche gegen den Rumpf. Man macht einen Segensspruch. Das macht dann die Schiffstaufe in etwa aus. So stellen wir uns das vor. Bevor es zu Stapel läuft, bevor es dem Wasser übergeben wird, wird das Schiff sozusagen gesegnet? Wird es lebendig gemacht, um der Unbill des Meeres trotzen zu können? Es geht zurück auf das griechische Wort Baptizein, diese Schiffstaufe. Und das heißt so viel wie eintauchen oder untertauchen. Und da hast du auch die Verwandtschaft, also die Schiffstaufe, Baptizein. Da hast du auch die Verwandtschaft zur Taufe, zum Taufgeschehen. Also die Taufe, da wo wir Lebendiges beim Kirchlichen weihen. Wem? Siehe mal meine Franks Freiheit 197 Teil 2, wo auf den alemannischen Wortschatz verwiesen wurde, der Deifel, als Hinweis unter Umständen. Das Schiff wird also getauft. Und diese Taufe ist wohl, oder ich würde sagen, sie ist okkult verwandt mit dem Abendmahl, ne? Brot und Wein waren ja aus christlicher Sicht Leib und Blut Christi. Heute haust du einen Wein oder einen Sekt dagegen. Sagst du, Frank, das sei weit hergeholt. Sagst du dir, ja. Aber früher, wo die Schiffstaufe heute in ihrer Tradition, in ihren Wurzeln herkommt, war es kein Wein oder Sekt. Nie. Das ist das, was heute noch an Statthalter, was statthaltermäßig heute noch passiert. Früher war es Blut. Und getauft wird da auch Unbelebtes oder Unbeseeltes. Die Bedeutung der Schiffstaufe ist, dass man ursprünglich ein Opfer gibt. Um was? Um Unterstützung zu erbitten. Da muss ich zurück zu dem Blatt hier. Da ist noch was zu tun nachher. Was ist das Brauch- und Rollenverständnis, die Gründe für die Schiffstaufe? Die Namensgebung und auch der Stapellauf des Schiffes sind besonders wichtige Rituale. Die Taufe gehört dazu vorher. Wir können sie heute bis ins 4. Jahrhundert nach Christus nachweisen. Von den Griechen und den Römern. Bei den Griechen wurde sie ganz lange noch mit Belebtem, mit einem realen, lebenden Opfer vollzogen. Mit der Taufe wollte man Glück und Wohlwollen für das Schiff und die Besatzung erbitten. Bei wem?
Da sind wir schon wieder in hintergründigen mentalen Bereichen. Und wir haben es doch damit ganz klar zu tun, wenn ich etwas gebe, damit mir etwas geschieht. Mit einem Opfer, mit einer Opfergabe, mit einer Bitte. Tatsächlich war es früher eine Götterbesänftigung. Vor allem Neptun sollte milde gestimmt werden, damit dieses Schiff und seine Besatzung auf See verwahrt bleibt. Es sollte immer wieder heil im Hafen ankommen. Es sollte in der Not auf dem Meer Beistand von ihm erfleht werden. Man wollte ganz einfach die Hilfe der Götter. Und auch da sind wir wieder in hintergründigen Bereichen. Und wenn es bei diesen Taufen Probleme gab, dann war das ein böses Omen. Und bei der Unbill, die dir geschehen kann auf See, dazu gehörten Ereignisse wie Sturm, Flaute, Hochwasser, aber auch Niedrigwasser, dass du mit dem Kiel aufschlägst. Und man brachte das damals natürlich mit der Götterwelt in Verbindung. Schau mal heute auf den Rhein. Auf das Niedrigwasser des Rheins. Der Rhein, Vater Rhein. Grenzschützend für Jahrhunderte. Symbolträchtig für Deutschtum. Für Deutschland. Mythos Rhein. Über Jahrtausende bekannt in der Nibelungensage, dem Nibelungenlied und vielen Sagen. Doch zurück. Es war also problematisch oder ein ganz böses Omen, wenn bei der Taufe etwas schief lief, sagte ich. Und früher war es üblich, dass man Opfer brachte, im Altertum Menschenopfer. Aufzeichnungen aus Island zeigen, dass Wikinger berichtet haben, dass man regelmäßig Menschenopfer brachte. Ist dahinter so ein Denken wie, je mehr ich opfere, umso wichtiger ist mir das Anliegen, ist umso wichtiger ist mir auch, dass es gelingt, was ich da beopfere. Kleines Opfer, nicht so wichtig, großes Opfer, viele Männer oder schöne Frauen. Gleich ein Indikator, ein Zeichen für die Wichtigkeit desjenigen, der es wird nur wichtig sein, der es ausspricht, der es erbittet. Vorhin hatten wir angefangen mit dem Blutgericht. Ne? Könnten das auch Massenmenschenopfer sein, hinter denen eine Bitte sogar steht? Wir verstehen es heute nicht mehr. Warum passiert das? Für uns kann es nur Rache sein, aber kann dahinter nicht auch eine Bitte zugleich sein? Wäre das nicht logischer? Menschenopfer sind also für etwas in dieser Denke jetzt. Gänsefüßchen gut? Fragezeichen. Ja. Und man zerquetschte bei den Wikingern damals dann auch auf grausame Weise beim Stapellauf des Schiffes Menschen. Unter dem Stapellauf Balken. Bevor das Schiff zu Wasser ging. Es also quasi in der Materiewelt sich bewähren muss, die Festigkeit braucht. Das Lebix kommt dazu. Sie sind verdammt worden oder verschifft. Und jetzt werden wir ganz schnell mal wieder modern. Vor diesem Hintergrund, den wir jetzt erkennen, dieses, sagen wir mal, ich nenne das jetzt so, dieses perverse Segnen oder das perverse Beleben, das perverse Einhauchen von Lebenskraft mit Hilfe von Blutopfern, ja, wie bei den Wikingern. Dazu erzähle ich dir jetzt mal eine moderne Geschichte. Ganz moderne. Schau mal, hör mal. Und zwar vom Stapellauf der Queen Mary II erzähle ich dir jetzt. Unfall oder Opfergang habe ich es genannt. Du weißt, meine Perspektive auf viele moderne Abläufe ist oft eine okkulte. Mit den Worten, ich rezitiere, I name the ship Queen Mary II, may God bless her and all who
Sail in Her, taufte die britische Königin Elisabeth II. Am 8. Januar 2004 die Queen Mary II. In ihrem Heimathafen Southampton. Kurz zuvor wurden die Feierlichkeiten jedoch durch einen tragischen Unfall überschattet. Am 15. November 2003 stürzten 15 Menschen in den Tod, als bei der Besichtigung des größten Passagierschiffes eine überlastete Landungsbrücke im Trockendock der Alstom-Werft in Saint-Nazaire zusammenbrach. Die meisten Opfer waren Familienangehörige oder Freunde der Arbeiter, die das Kreuzfahrtschiff besichtigen wollten. Unter den Opfern waren auch viele Kinder. Ja, Saint-Nazaire, da war, glaube ich, auch dieser eine U-Boot-Bunker, ne? Saint-Nazaire? Müsste ich mal nachschauen jetzt. Ja, oben in Brest, in La Rochelle, in Saint-Nazaire, ich meine, ne? Das waren die Atlantik-U-Boot. Da war also die Taufe, die Schiffstaufe der Queen Mary II, die bis heute noch fährt, im Unterschied zu anderen erfolgreich. Nichts passiert. Aber Tage zuvor gab es einen Unfall mit 15 Menschen. Denke, sehe ich Gespenster, wenn ich das mit der Wikinger-Geschichte vergleiche? Oder ist das natürlich eine... Ich kann es nicht beweisen. Eine böse Theorie kann natürlich möglich sein. Klar. Später, so heißt es hier in dem Brauch- und Rollenverständnis für Schiffstaufen, wurde auf die Menschenopfer verzichtet und stattdessen Tiere geopfert. Ja, wie in den... Haben wir es da zu tun? Da wollte ich doch. Damit, dass immer alles beseelt wird. Schon der Schriftsteller Josef Konrad schrieb, dass Schiffe als lebende Geschöpfe mit Persönlichkeit und eigenem Charakter anzusehen seien, so wie Bauwerk oder dein Auto. Ist da der rote Faden? Bei der Schiffstaufe wurden Menschenopfer gebracht, später Tieropfer. Und bei Gebäuden haben wir erfahren, gibt es zumindest Sagen immer wieder, die das Gleiche sagen. Wir haben über die Beseelung gesprochen. Und der Herr Konrad schreibt, dass Schiffe als lebende Geschöpfe mit Persönlichkeit und eigenem Charakter anzusehen sind. Sie würden durch ihr knarrendes Holz und den ächzenden Stahl und die flatternden Segel in gewisser Weise zu den Seeleuten sprechen. Oder ist das eine Verkehrung, dass die Schiffe so lange nicht belebt sind, wie was Lebigs dazu kam? Bei der Schiffstaufe, beim Stapellauf. Ja, und dein Auto lebt auch, ja, es raucht, es läuft manchmal, bumst es, der alte 80er-Jahre-Aufkleber. Heute sieht man gar nicht mehr so viele Aufkleber auf Autos. Nein, da haben wir keine. Da haben wir weder eine Autotaufe, noch haben wir Opfergaben, nein. Okay. Ja. Okay, wir waren bei der Queen Mary II. Und ganz vorhin waren wir auch noch bei dem Blut, da wollte ich euch, und das hatte ich vergessen, ich hole es jetzt nochmal nach. In meinem alten Buch übrigens hier, Der verborgene Plan, habe ich schon darauf hingewiesen, dass in diesem besonderen, in diesem Blut, ja, in diesem besonderen Stoff Blut verschiedenste Mysterien noch sind. Ich sag's dir. Wir haben den Begriff des blauen Blutes, du erinnerst dich? Blaublütig sein war ein Begriff für Adel, adelsmäßig sein. Also hier sind wir bei alten Darstellungen aus alten Büchern 2006 geschrieben, fertiggelegt. Vorher 3 Jahre dran geschrieben. Der Blut, Bluttransfusionen, Blutsverwandtschaft, Blutgruppen. Wir haben, muss ich gucken hier. Gib mir 2 Minuten. Ja, ganz letzte Seite, na klar, muss ja. Wir haben also blaues Blut beim Adel. Wir haben im 19. Jahrhundert dann die Bluterkrankheit auch, die weit verbreitet war. Die Queen Victoria. Ah, da müssten wir auch über ein Schiff reden dann nochmal. Mal gucken, vielleicht extra Sendung. Hatte ihre ganzen Töchter verheiratet und die ganzen Nachkommen litten, wie
beim Adel im 19. Jahrhundert ganz oft verbreitet unter der Bluterkrankheit. Was ist damals da passiert? Bluterkrankheit, Blut, der besondere Stoff. Dann hast du die Blutgruppen. Ja. Entschuldige, ich will jetzt nicht unterbrechen, sondern einfach live weitermachen. Ich find's nicht. Du hast die Blutgruppen. Du hast die Blutgruppe AB-, die zu 1% nur auf der Welt vertreten ist. Ganz selten ist. Und du hast die Blutgruppe 0 minus, die zu 7% auf der Welt vertreten ist. Und die 0 minus, die 7%, ist als einzige mit allen anderen mischbar. Alle anderen vertragen sich nicht so richtig. Also auch da wieder die besondere Rolle des Blutes. Blut ist nicht gleich Blut. Es scheint, als hätte Blut eine Menge an Geheimnissen, die wir noch nicht kennen. Und die auf Jahrtausende Menschheitsgeschichte anwendbar sind. Wie hieß es in der Bibel, und sie stiegen herab und vermischten sich, also die Halbgötter waren das, meine ich, mit den Menschen. Das habe ich auch irgendwo beschrieben. Haben wir da es zu tun mit einem Akt der Erdung von, sagen wir mal, hybriden Wesen? Also biblische Genesis, zu der Zeit und auch später noch, als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren, wurden daraus die Riesen auf Erden. Das sind die Helden der Vorzeit, die Hochberühmten. Sie gingen ein bei den Töchtern. Aus der Verbindung der Engel mit den Menschentöchtern gingen die Riesen hervor. Sie lebten damals noch später noch auf der Erde und waren als die berühmten Helden bekannt. Wir haben über die drei Flüssigkeiten gehört. Der Samen, das Spermium. Ich glaube, er gehört dann zur Lymphe, der sich vermischt, der unter Umständen andere Blutgruppen bewirkt hat, begründet hat, vermischt hat. Ich will nicht zu weit ab. Wir sind beim, das war das Mysterium Blut, auf das ich kurz nochmal verwiesen habe. Später, zurück zu den Schiffstaufen, wurde auf die Menschenopfer verzichtet und stattdessen Tiere geopfert. Besonders lange blieb diese Tradition der Türkei und in Teilen Griechenlands aufrechterhalten. Auf der griechischen Kykladeninsel Terra, heute Santorin, wurde sogar bis in die Neuzeit ein Tieropfer gebracht und mit dessen Blut ein Kreuz auf das Deck des Schiffs gemalt. Könnte es sein, dass es unterschiedliche Qualitäten von Blut gibt? Es ist ein roter Faden dieser Sendung. Eben habe ich gerade wieder drauf verwiesen, aber ich habe auch mit der Blutwascht drauf verwiesen und mit unseren Essgewohnheiten darauf verwiesen. Könnte es sein, dass ein Menschenopfer bei den Wikingern in der okkulten Denke, die ich nicht kenne, die ich nur vermuten kann, mehr Rückenwind hat, als wenn man jetzt ein Zieglein da opfert für ein Schiff? Danach ist der Kapitän mit seiner Kleidung ins Wasser gesprungen, um ein symbolisches Opfer zu bringen für sein Leben und das der Crew. Ist unsere Welt da draußen, ist die logisch, rational, vernünftig oder ist sie magisch? Sind alle Handlungen magisch? Haben unsere Vorforderungen das noch gewusst und wir vergessen, weil wir einem Wissenschaftsglauben verfallen sind? Auch in der Türkei wurde lange Zeit ein Schaf geschlachtet und mit dessen Blut der Vorsteffen, also der vordere Abschluss des Bugs, bestrichen danach. Neben dem Ertränken des Kapitäns gab es weitere symbolische Opfergaben. Der Kapitän hat da seine Mütze ins Wasser geworfen. Das sollte den Kopf eines Mannes symbolisieren. Und der Koch warf einen Besen ins Meer. Das sollte der Ersatz für eine geopferte Sklavin sein. Und wir sehen, dass aus diesem hintergründigen Energie-Götterdenken, Besänftigungs-Opfergabendenken der Aberglaube dann entstand. Und später, so erfahre ich dann auf dieser Seite, wurde auf das Blut ganz verzichtet. Und das Schiff nur noch mit rotem Wein begossen. Da hast du jetzt wieder die Nähe zum Wein. Heute wird auf jegliche Opfergaben verzichtet. Oder auch nicht. Lediglich eine Champagnerflasche wird noch geopfert.
So. Jetzt gucken. Ja, komm, gehen wir jetzt rüber dann zur Costa Concordia. Gehen wir jetzt rüber zur Costa Concordia. Ich empfehle dir, dass du mein Video über die Costa Concordia dir anschaust. Ich habe sie damals verglichen mit der Titanic. Und ich habe genau, und das hört sich sehr irre an, aber ich habe ziemlich genau die Parallelen, ich hoffe doch, herausgearbeitet zwischen der Costa Concordia und der Titanic. Nicht nur, dass beides Passagierdampfer waren, aufgeschlitzt worden sind, 99 Jahre, 9 Monate zwischen ihrem Versinken fast genau liegen, beziehungsweise Unfällen liegen, 1912 und 2012, die Bedeutsamkeit dessen, es war damals 2 Jahre vor einer Wende, ne, vor der Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, dem Eintreten des Ersten Weltkrieges, vor einer, aber auch vor einem Währungsende. Guck dir, ich fasse nur noch zusammen. Guck dir das Video an. Ich habe gesagt, dass der Film Sozialisme gedreht wurde auf der Costa Concordia, auf einem stürmischen Sonnendeck, so als sei die Party vorüber. Der Film Sozialisme. Auch das ist eine der Neuerungen, die wir haben die damals schon im Vortrag drin, aber heute im Angesicht von, Achtung, Klaus Schwab und einem Neosozialismus, so nenne ich das jetzt mal, der durch ihn vertreten wird. Oder einem Dugin, einem Pan-Europa, einem Groß-Europa, Quatsch, einem Pan-Eurasia, das sozialistisch gestaltet werden soll? Vor diesem Hintergrund erfahren die Details, die alten Details des Costa Concordia-Videos, ganz neue Bedeutung. Denn damit wäre es eine Vorhersage gewesen, die momentan immer mehr eintreffen möchte. Der Film Sozialisme wird da gedreht auf der Costa Concordia. Ja, wir haben es da zu tun mit sowjetischer Langzeitstrategie, wo wir uns demnächst auch mal wieder beschäftigen müssen und ein Video machen. Und ich habe damals gesagt, und viele haben gelacht, das symbolisiert das Ausschlachten Europas. Den Währungsschritt. Während des Unfalls wurde das Lied von der Titanic von der Celine Dion ja gespielt, wie ich gesagt habe. Und auch ein Titanic-Fototermin fand auf der Costa Concordia wenige Wochen zuvor statt. Es sind viele Gleichheiten. Und wir haben, was war unsere Folgerung aus dem alten Video? Haben wir es bei der Costa Concordia damit zu tun, dass ein Ritual vor aller Augen stattgefunden hat? Ein okkultes Ritual? Ja, jetzt heute würde ich mal dann als Fantasie in den Raum geben. Ein Opferritual. Ein nachträgliches Opferritual? Moment. Wie viele Menschen kamen um? Ich glaube 32 oder 33. Das ist ja die große Frage. 32 oder 33? Denk an die alten Wikinger-Geschichten, die ich dir vorhin erzählt habe. Die Größe des Opfers zeigte die Wichtigkeit des Unterfangens. Oder, stopp, langsam, eins am anderen. Wenn wir jetzt so okkult, fantasiemäßig, dauersatiremäßig drüber nachdenken, wurden dann die 33 Menschen nachträglich für die Costa Concordia geopfert? Bisschen fade. Dann hätte ich mich jetzt lieber umgeschaut auch nach Unfällen während des Baus des Schiffes. Oder wurden die 33 Menschen in dieser Okkultdenke geopfert für das, für was die Concordia stand? Nicht nur für den Zusammenhalt Europas, der Zusammenhalt Europas, der träge im Meer treibt, nachher ausgeschlachtet wird, filettiert wird, das Beste wird rausgeholt, es wird zerschnitten, dieses Europa. Der Luxus von dem alten Europa wird zerstört, treibt träge im Wasser. Guck dir das Video nochmal an.
Und für dieses, Achtung, Unterfangen der Zerstörung Europas, der Filetierung, dafür würde man dann in einem ganzheitlichen, symbolischen Akt 32, 33 Menschen in der Verschwörerdenke natürlich, Aluhaube, alles, ja. Ich rege deine Fantasie an, ich gebe dir nur Impulse. Wären dann diese 33 Menschen auf Wikingerart sozusagen umgekommen? Aber wenn, ich sage dir, wenn ich doch so einen Parameter einbauen wollte, dann hätte ich doch dafür gesorgt, in guter alter, sagen wir mal, Economist-Manier, dass man Vorhersagen bringt, dass man immer wieder was hinwirft, aus einem Gefühl der Überheblichkeit, ist es das? Der Arroganz, das dirigieren können, sich das erlauben können, dann hätte ich doch vorher bei dieser Costa Concordia auch schon den Parameter gegeben. Achtung, es wird sehr spannend gleich. Der sagt, dieses Schiff ist nicht geweiht. Dieses Schiff fährt mit bösem Omen. Merkt ihr das? Denn ich springe jetzt nochmal um 2-3 Minuten zurück zu einem direkten Vergleich mit der Titanic und der Costa Concordia, was ich im Grundlagenvideo schon getan habe. Achtung! Denn bei der Titanic tatsächlich, die ja als, du weißt das, unsinkbar galt, gab es, man höre und staune, Probleme. Nee, nicht, es gab keine Probleme bei der Titanic. Man verzichtete auf die Schiffstaufe. Denkst du ja, wie bitte, was? Jahrtausende altes Ritual und beim größten Schiff, das gebaut wird, das unsinkbar sein soll, bei einem Wunderwerk der Technik, die Titanic, ja, Schwesterschiff Olympic, unter Umständen Versicherungsbetrug, viele, viele Gerüchte. Bei der Titanic vergesse ich oder verzichte bewusst auf die Taufe in einer Art was, modernem Wissenschaftsglauben? Könnte sein. Wir entfernen uns vom Aberglauben. Auch diese Strömung gab es damals ja. Wir machen es heute über Ratio, über Wissen, über technisches Know-how. Wir brauchen keinen Aberglauben. Und doch die Jägerei, wie Seemänner, wie Angler, ganz tiefe Aberglauben. Du verzichtest bei so einem sehr unglaubwürdig. Und doch wird es getan. Man hat bei der Titanic darauf verzichtet, sie zu taufen. Zieh dir das mal rein. Jo, den Rest kennst du. Aberglaube, Zufälle, die ineinander spielen, danach sank sie auf der Jungfernfahrt. Mit all den wichtigen Leuten an Bord, die gegen einen, sagen wir mal, Reset des Weltfinanzsystems waren. Guck dir den Vortrag an. Zufälle? Oder hat man da das Okkulte bedient? War das am Ende auch, Achtung, jetzt wieder, ein Opfer für ein großes Unterfangen, für das die Titanic symbolisch stand? Die Weltenwende zum Ersten Weltkrieg. Man hat ein mannigfaches Opfer gebracht. Machen wir das nicht bis heute? Rauhnacht-Videos machen wir. Sage ich euch, hey, tut ein Schüsselchen raus, die Zwerge, Kobolde freuen sich. Machen wir es nicht bis heute? Mach ich's nicht in meiner Imkerei? X Völker. Lass ich als Opfergabe für die Natur, nicht die Völker, den Honig darinnen. Ich sehe es mehr als Kreislauf, aber könnte es nicht okkult gesehen eine Opfergabe sein? Ich achte und fördere dich achte dich, Mutter Gaia. Allerdings in einer positiven Verkehrung, weil wir geben was, auf das es lebt.
auf das es gedeihen kann. Die Negativverkehrung heißt, wir opfern etwas, damit etwas anderes, wie so eine Chimäre oder wie ein Vampir oder ein Zombie. Wir opfern etwas, das ist die Negativumkehrung von den lebendigen und Todkräften. Du weißt, das durchzieht unsere Videos auch immer. Du opferst etwas Lebendiges, damit etwas Totes in die Welt kommt, lebendig werden kann. Ist das die Titanic? Sagst du, Frank. Hat er Tobak heute? Viel Spekulation. Wir müssen okkult denken. Ich habe gesagt, wir können uns nähern. Ich werde nichts beweisen, ich werde nichts behaupten, aber ich möchte aufzeigen, wie Verbindungen da sind, die faszinierend sind. Ich hoffe, ich hab dich. Klar, wenn du jetzt rein rational denkst, sagst du alles, ja, gut. Frank versucht schon Mythenmetzger 2. Gut, okay, kannst du sehen. Aber wenn ich doch behauptet habe, die Costa Concordia und die Titanic hätten Verbindung, Parallelen gehabt, dann müsste doch bei der Costa Concordia, wenn ich jetzt der große Stricker wäre, weißt du, wie dieses Economist-Denken, ja, dann hätte ich doch sowas auch eingebaut da, bei der Costa Concordia. Und tatsächlich. Auch da ist es passiert. Schon bei der Schiffstaufe, man hat sie vorgenommen bei der Costa Concordia, gab es Zwischenfälle, gab es ein böses Omen. Am 7. Juli 2006, das war die Zeit, wo wir hier das Sommermärchen noch gefeiert haben, du erinnerst dich, wurde im Hafen von Rom, ja, heißt der Civita Vecchia oder sowas, wurde die Costa Concordia getauft. Und hier heißt es so schön in dem Text, und alten Seebären stockte dabei der Atem. Es war die Eva Herzigova, die taufen sollte. Aber nach altem Brauch muss die Pulle zerbrechen, sonst droht Unglück. Aber die Flasche knallte gegen die Bordwand und blieb ganz. Ein ganz schlechtes Omen oder bloß Seemannsgarn? 6 Jahre später sank die Costa Concordia. Du kannst jetzt darüber spekulieren, ob es im Vornherein eingebaut wurde, ob man einen Joker gezogen hatte von der missglückten Taufe. Oder ob, denn schließlich wurde sie, wir haben erfahren, der Schiffsname war immer wichtig, auf den Namen Costa Concordia getauft. Die Küsten der Einheit. Guck das Video. Immer schon verbandelt, verbunden mit der EU, alle Etagen nach den Mitgliedsländern benannt. Ländern. Und bei der geht die Taufe schief. Zufall? Weißt du, wenn ich heute im Brauchtum lese von Schiffstaufen, weiß ich, dass man immer dafür sorgt, dass man manipuliert, da sind wir wieder dabei, dass die Flaschen zerbrechen. Man sägt nämlich ihre Hälse an. Wenn die dann dagegen geworfen werden, zerbrechen die immer. Vergessen? Hat man es vergessen? Oder hätte man extra stabile Flaschen sogar benutzt? Es gibt Terraforming, da tust du Erde verschaufeln. Und es gibt mentales Terraforming vielleicht, wie ich Ereignisse oder Geschichten herbeiführe. Unter Umständen. Ich will dir nur Impulse geben. Nur Fantasie. Aber weißt du, es gibt auch Taufen, eine Menge Taufen eben, ohne Vorkommnisse, eben weil da dann die Flaschen angesägt werden bislang. Bei der Queen Mary 2, ja, die Queen Mary 2, auch so ein Luxuspassagierdampfer, hat die Camilla Parker Bowles, meine ich, mit mehrmaligen Anläufen, ja, gegen die Schiffswand gehauen. Die Flasche ist nicht kaputt gegangen. Wollt die partout nicht. Vielleicht auch eine Zementflasche dran. Weiß ich nicht. Aber das Ding fährt bis heute, also ist auch kein Garant, ja? Schönes Gegenargument. Queen Mary. Warum gab es überhaupt diese Queen Mary 2? Komisch, ne? Von der Queen Victoria habe ich dir schon erzählt. Es gab auf jeden Fall
eine Queen Mary, ein Schiff. Achtung, jetzt wird es nochmal interessant mit den U-Booten. Ich hoffe, ich krieg's hin. Aus dem Kopf. Queen Mary. Also warum macht man überhaupt eine Queen Mary 2? Weißt du, es ist ja Her Queen Majesty's First Ship oder Own Ship oder sowas. Hat ja eine besondere Bedeutung, Mentalfeld für England. Ja, warum macht man eine Queen Mary 2? Die Queen Mary 1, die wurde ja im Weltkrieg 1941 wurde die als Truppentransporter benutzt, ne? Queen Mary 1. Und die Queen Mary 1, die ist nicht ganz so glücklich, weil die hat bei einem Geleitzug, wurde die durch mehrere Zerstörer geschützt vor den deutschen U-Booten. Ja, schließt schon ein bisschen so Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle, dieser Kreis. Ja, okay, weiter Weg vom Blut bis jetzt nach La Rochelle und die Geleitzugschlachten. Aber wir sind ja auch bei Schiffstaufe und sowas, weißt du. Und diese Queen Mary, ja. Die Geleitzuge fuhren damals Zickzackkurse. Und die du kannst dir vorstellen, ein kleiner Zerstörer oder ein kleines, war glaube ich ein Hilfskreuzer, Hilfsschlachtschiff, ist nicht ganz so wendig wie so ein ist viel wendiger wie so ein riesiges Schlachtschiff, wo die ganzen amerikanische Soldaten über den Atlantik schon gefahren wurden und in Südengland ja stationiert wurden. Für den D-Day. Das ist verrückt, wie alles zusammenhängt. Und summa summarum ist es so, die Queen Mary konnte nicht mehr ausweichen, als einer ihrer Schutzschiffe vor ihr kreuzte und fuhr ihn platt. Zerschnitt ihn förmlich in zwei Hälften. Der sank sofort, kamen glaube ich 300 Leute um. 100 hat mir noch gerettet nachher, ja. Kamen Leute um. Also auch ein sehr unsägliches Schicksal dieses Schiffes im Zweiten Weltkrieg, ja. Das Symbolschiff der Queen oder der Königsfamilie, der Majesty, das dann quasi andere Schiffe niederwalzt und tötet. Ja, das Schiff tötet und die Menschen darauf. So als würde der Staat oder die Royalität selbst, ja in dem Fall Leichen produzieren oder so etwas. Energetisch gedacht. Du weißt, Impulse, Fantasien. Ich denke in der Anderswelt. Tatsächlich. Kein Witz oder so. Ich denke in der Anderswelt. Vielleicht war es von daher nötig, dass man dann auch nochmal ein zweites Schiff Queen Mary nannte, um das, was schief gelaufen war, nochmal neu zu belichten oder energetisch zu überlagern. Ja, ich sehe schon, da ist noch eine Menge Stoff. Ich sag dir, Schiffe und so, Queen Mary, Queen Mary 2 und so, könnten wir wahrscheinlich auch wieder eine Sondersendung machen über das, was da vielleicht auch passiert ist. Kurz nochmal auf die Namensgebung ein. Das flicke ich jetzt hier ein und liefere es nach. Die These könnte sein, dass wir mit der Namensgebung Queen Mary ein paar Probleme haben, weswegen es unter Umständen ja zu der Namensgebung Queen Mary 2 kam. Gucken wir uns nochmal an, dass es einen Schlachtkreuzer auch gab, der ebenfalls Queen Mary genannt wurde. Von der Royal Navy war der. Was ist denn mit dem passiert? Ja, der wurde in der Skagerrak-Schlacht am 31. Mai 1916 versenkt. Und zwar von den deutschen Schiffen Derfflinger und Seydlitz. Und da gibt es auch eine quasi Überlieferung dazu. Ja, ich lese die mal vor. Bald kamen die britischen leichten Kreuzer in den Blick und hinter ihnen dichte Wolken in Rauch und Rauch. Dann dräuten Masten und große Rümpfe über dem Horizont. Da waren sie wieder, unsere Freunde von der Doggerbank. War der Erste Weltkrieg, eine Rivalität zwischen deutscher und englischer Admiralität. Um 15.45 Uhr öffneten wir das Feuer. Nach kurzer Zeit flog die HMS Indefatigable in die Luft. 20 Minuten später gefolgt von der Queen Mary, unserem Ziel als taktischem Schiff Nummer 3. Das Schauspiel war überwältigend. Es gab einen Augenblick vollkommener Stille. Dann verkündete die ruhige Stimme des Artilleriebeobachters Queen Mary explodiert, worauf sogleich der Befehl folgte, auf Ziel rechts schwenken, gegeben vom Artillerieoffizier im gleich arbeitsamen Ton wie bei einer normalen Zielübung.
Übung. Jetzt hast du also ein Schiff, das heißt Queen Mary, sehr bedeutsam, symbolträchtig, wird versenkt 1916 in der Skagerrak-Schlacht. Dann hast du einen Passagierdampfer Queen Mary, der fährt ein eigenes Kriegsschiff, die Curaçoa, nicht Sau, ist zwar nach Curaçao benannt worden, der Schlachtkreuzer, fährt die Curaçoa in die Weiten des Ozeans. Alles ein bisschen unglücklich. Könnte das dafür sorgen, dass man dann auch zu einer Queen Mary 2 übergeht? Fragezeichen, ist nur eine These, ich weiß es nicht. Aber für so Energetiken, für solche Bedeutsamkeiten nicht ganz von der Hand zu weisen. Dann lass uns nochmal abschließen jetzt diese Gliederung oder diese Darstellung, die ich hatte jetzt mit der Titanic noch einmal und der Costa. Ist es also möglich, dass wir es mit zwei Opferritualen zu tun haben? Fragezeichen. Ist es nicht seltsam, dass dann, könnten diese geplant gewesen sein, ist es nicht seltsam, dass bei beiden Schiffen, sagen wir, Fehler in der Taufe vorliegen, beziehungsweise die Taufe gänzlich vernachlässigt wurde, nicht stattfand. Sowieso haben wir eine weitere Gleichheit im Schicksal dieser beiden Schiffe, eine weitere auffällige Gleichheit. Probleme oder Ausfall der Taufe, was bei Seemännern als böses Omen gewertet wird, ja. Dann möchte ich noch einmal darauf kommen, das ist jetzt mehr so eine nachgelieferte, kleinere Synchronizität, jetzt auch nicht ganz so packend, aber doch mir sagenswert. Und zwar sind wir zu sprechen gekommen auf die Taufe der Costa Concordia im Juli 2006, anlässlich Sommermärchen. Ja? Die Ausgabe Geo vom Juli 2006, und das ist die nette Synchronizität, zeigt so ähnlich wie das Nirvana Cover 3 Babys, die unter Wasser gefilmt werden. Du weißt, die halten dann automatisch die Luft an. Man kann sie, Kleinkinder, man kann sie unter Wasser setzen, ohne dass jetzt erst einmal etwas passiert. Die Titel dieses Covers sind dann Rätsel des Wassers, Geschöpfe des Wassers. Und ja, nicht The Eagle Has Landed zum Beispiel, sondern quasi so etwas wie Das Baby ist gewässert. Unser Baby ist geboren und in der Welt. Anlässlich dem Taufmonat, wo dann auch zeitgleich, nette Synchronizität, wenn man energetisch denkt, muss nicht zwingend sein, muss nicht logisch sein, muss verstandesmäßig nicht komplett kausal sein, ist so eine bildliche Denke. In dem Monat, wo die Costa Concordia gewässert wird, hast du die Babys, die ebenfalls gewässert sind, die Babys, die im Wasser sind, die Costa Concordia, die im Wasser ist, der Ereignislauf, der jetzt nun geboren ist, der wie auf Schienen nun seine Ziele entgegenläuft. Ja, okay. Weil ich es jetzt einflicke und weil es nachher dann in einem weiteren Exkurs nochmal ein bisschen bedeutsamer ist, eine sehr wilde Sendung auch zeitweise, ist für die Bilderdenkenden sehr schön. Ich habe es eben schon gesagt, das Baby ist gewässert, nicht The Eagle Has Landed. Das ist ja auch so der Abschluss, der Adler ist gelandet, anlässlich der Mondlandung, damals vom Neil Armstrong so benannt, ja, oder besagt. Der Abschluss, das Deckel auf den Topf machen einer Mission, ja, ein Ziel, das erreicht worden ist, ein Zwischenziel. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön. Wir kommen später noch einmal drauf. Ich wollte nur diese zwei Sachen noch einmal nachgeliefert haben. Ja, ja, das war jetzt mal so ein kleiner Ausflug hier. Ich frage mich heute, oder warte mal, ich guck mal. Ja, genau. Wofür, wenn man jetzt so langsam in so eine Würdigung, so eine Gesamtwürdigung hereingehen, ja, wenn wir zusammenfassen, wenn wir nochmal ein paar Fragen stellen und analysieren. Woher kommen grundsätzlich diese Opfergaben? Ob das jetzt bei Schiffstaufen war oder das, was Lebigs in den Damm kommt, jemand verdammt wird,
Oder die Sagen, die ihr mir dankenswerterweise zugeschickt haben, dass in Bauwerken ein Leichnam mit reinkommt oder sogar ein lebendiger Mensch geopfert wird. Woher kommen diese Opfergaben? Sind es nicht immer wieder, ist es nicht immer wieder das milde Stimmen der geistigen Welt oder der Götter für das Vorhaben? Hängt da Feng Shui vielleicht noch mit zusammen früher? Ja? China, Japan, diese Technik, dass du Bauwerke nur in Verbindung mit der heiligen Geometrie, mit der heiligen Energie bauen darfst, dass du die Natur in ihrem Energienfluss, denk an das Meandern von Flüssen, denk an daran, was wir wissen von den alten Germanen, dass sie eben dann nicht wie Römer viereckig mitten reingebaut haben, rumbetonieren, sondern sich organisch an das Land angepasst haben. Ist das alter germanischer Geist auch? Was meine ich? Haben wir es bei Feng Shui, die asiatische Spielart, damit zu tun, dass man immer im Fluss mit den Energien ist und niemals staut? Denkst du zurück an den Anfang dieses Videos? Der Stau der Körpersäfte, der zu Krankheiten führt. Was passiert, wenn wir Bauwerke errichten, die die Energien in der Natur stauen? Kommt daher vielleicht dann das alte Opfer, dass man gesagt hat, ich gebe dafür ein Opfer, um dich zu besänftigen? Auf Island hat man es bis heute mit den Feen und so. Die Straßen werden umwunden. Da gibt es Feen und Kraftplätze und so weiter. Fahren die Straßen dann anders. Und wenn man das überhaupt tut, dann gibt man Opfergaben. Ist das die Lösung? Haben wir es da zu tun mit diesem Hintergrund? Auch Feng Shui macht die Geister der Luft und der Erde und des Wassers zu Neige. Da sollst du dann so bauen, dass du eben nicht zum Stau kommst, sondern dass du dich auch anpasst, wie diese unter Umständen alte germanische Bauart. Und wenn man diese natürlichen Energieflüsse stört, dass man versucht, es nachträglich zu harmonisieren, sein Bauvorhaben zu beweihen oder in Einklang mit der Energien und dann stellvertretend Götterwelt für diese Energien zu bringen, indem man ein Opfer bringt. Also die Umkehrung. Geht da die Perversion los? Ist das dann der Grund für die Bauopfer? Leitet sich das deutsche Bauernopfer davon ab? Du gibst im Busy was, damit du da ganz viel machen kannst? Sagen wir mal, bei den Wikingern 15 Wikinger, dafür, dass du dann ein tolles, großes Schiff hast, mit dem du 100 Sklaven holen wirst und Raubzüge machst und. Ist das dann auch quasi ein Bauernopfer sozusagen? Ja? Du gibst ja nur ein paar Bauern. Bau- und Bauernopfer. Auch sehr interessant finde ich diesen Zusammenhang. Die Frage ist, haben es die Römer also dann rein schulwissenschaftlich, Ferrum und so weiter, was wir gesagt haben, nur als Festiger genommen, wie wir es auch übertragen bekommen? Oder ist da eine geistige Komponente dahinter, eine mentale Komponente oder beides? Und was ist dann das Dritte, das Beseelende? Also wieder so eine Trinität? Ich kann nur Fragen aufwerfen, ich kann nur Impulse geben, weil das, wie ich anfangs gesagt habe, es ist nicht beweisbar. Wir bewegen uns in geistige Bereiche herein, ja. Ja, ich frage mich natürlich auch, weißt du, wir haben in unseren Franks Freiheiten, sagen wir immer wieder, ganz Deutschland ist eine Baustelle. Stopp, warte mal, ganz Deutschland ist eine Baustelle. Wenn es wirklich eine Baustelle ist, dann brauchst du auch eine Menge Baustoff. Ganz vorher haben wir ja gesagt, ganz Deutschland ist eine Irrenanstalt. Ja, Freiluft-Irrenanstalt. Dann kam ich um die Ecke später nochmal mit, ist eigentlich eine Baustelle, sehen wir die ganze Zeit, hier überall. Ja gut, dann brauchst du viel, viel Baustoff. Oder wie jetzt jemand im Forum schrieb, Dankeschön. Ich meine, im Ernst, ganz Deutschland ist ein Hospiz, weil wir letzte Sendung auch über Hospize geredet haben. Ich habe den Eindruck, in dieser letzten Franks Freiheit, gerade im zweiten Teil, da kam so viel zurück, dass wir da echt was angestochen haben. Deswegen habe ich diese ganze Sendung dem jetzt gewidmet. Ja. Da war unheimlich viel Energie. Kam da von euch.
haben ja noch Übersterblichkeit. Auch noch. Hab's schon gesagt, ne? Ich frag mich auch, warum gibt's eigentlich... Wisst ihr? Geh mal zum Blut abnehmen lassen. Da frage ich mich immer, ich sitze da, ja, oder saß da vor ein paar Jahren. Na komm, ich denke mir dann immer so, heute heißt die Mikroskoptechnik alles, ja, alles, alles so modern, ja. Spritze rein, dann denke ich mir, würden ja eigentlich so 5, 3, 4 Milliliter lang und dann langt, ist doch gut. Eiröhrchen auf Röhrchen geht da runter. Wofür das ganze viele Blut, Mensch? Ja. So viel Röhrchen, so viel Blut immer. Und was passiert eigentlich mit dem ganzen Blut, das wir so abgeben? Wird es dann nach dem Labor, ich meine, wir haben doch Leute von euch, die wird es dann vernichtet? Wir haben doch hier bestimmt ein paar, weiß ich nicht, ne? PTAs oder sowas. Ich bin auch kein Mediziner, sag ich mal wieder. Oder Laborassistent, was macht denn ihr mit dem ganzen Blut, was ihr untersucht habt? Wo geht denn das hin? Amtlich und tatsächlich. Und wie viel weiß man über die weiteren Wege dessen? Also du kriegst vielleicht gesagt, ja, wir schicken es dann zur Müllhalde verpackt. Was passiert da dann, wo es gesammelt wird? Müsst mir den fragen. Der kriegt vielleicht gesagt, ja, wir gliedern es auf. Das eine kommt im Verbrenner, das zweite. Aber was passiert an der Stelle, verstehst du? Du weißt immer nur so viel, wie du wissen sollst. Ganz typisches Prinzip eigentlich auch. Ja. Ah, da könnte ich jetzt auch schon wieder 20 Minuten reden, echt. Weil da sind wir zum Beispiel auch beim Raketenbau und so. Hey, auch interessant, ob es da... Na egal. Dass man immer... Frank, das ist doch nicht möglich, dass das ein riesiges Projekt wie Apollo tatsächlich dann dafür da war. Das hätten doch Leute gewusst, tausende Leute. Man weiß doch dann immer, die sind gar nicht zum Mond oder wären gar nicht zum Mond geflogen. Sagst du erstens, Need-to-Know-Prinzip, kennen wir alle. Ja, brauchst jetzt nichts zu sagen, wenn ich schau mal... Ich glaube, von Oliver Gerschitz, der hat sich da hervorgetan, ein paar Videos. Oder lest mal sein Buch. Zum zweiten aber auch eben wieder die Bedeutung dessen. Da sind wir wieder bei der Mentalzeit. Wenn du heute in einem großen Versicherungskonzern oder Bankenkonzern, mach mal ein Gedankenexperiment, arbeitest und 30 Jahre da beschäftigt warst, Bereich Buchhaltung von mir aus oder sowas, ja, dann hast du dein Leben lang faktisch, wenn ich von außen auf dich schaue, am Schreibtisch gesessen und hast Zahlen getippt. Und die tiefere Bedeutung, warum du das machst, was es bedeutet, die gibst du dir eigentlich. Indem du tust es in den Computer eintippen. Ich mache keinen Scherz, ich meine das schon ernst. Wir sind jetzt bei Grundfragen der Philosophie. Und dann drückst du Enter und es geht zum Zentralrechner, wegen mir zum Verbund aller Sparkassen. Du bist an der großen Bilanz deutschlandweit beteiligt, egal jetzt her, über dein SAP-System, sonst was. Aber ganz dahinter, Achtung, jetzt wird's spannend, wichtig, könnte es eine Riesensimulation sein, das ist ein Gedankenexperiment jetzt, eine Riesensimulation sein, dass du einfach nur beschäftigt gehalten wirst. Das gibt's alles gar nicht. Ja, ist eine Simulation. Wäre möglich. Ja, jetzt in einem Film oder sowas. Ja, ich behaupte nicht, es ist so. Vielmehr möchte ich dir sagen, du hättest auch können bei der NASA 20.000, eine Million Leute beschäftigen können, die was tun, aber doch nie etwas wissen. Und das, warum sie es tun, ist in ihrem Kopf. Aber muss mit der realen Welt längst nicht übereinstimmen. Da gibt es diejenigen, die dann Raumanzüge gebaut haben. Jetzt verblabber ich mich ein bisschen, aber ich lasse es jetzt drin. Und sie denken, sie prüfen die Dichtigkeit wegen mir. Und bis wie viel Atü und ins Detail. Und heute würde so einer vor die Kamera gehen und würde sagen, es ist Quatsch, ich habe doch die Raumanzüge getestet und die waren so und so dicht und natürlich waren die auf dem Mond. Aber genau das, der letzte Satz, ist der Sprung, der ist mental, rein mental. Er hat Raumanzüge gebaut, Punkt. Vielleicht haben sie die verheizt nachher. Oder die hätten gar nicht dicht sein müssen, sie haben sie trotzdem als Filmelement benutzt. Als Kostüm. Ja, jetzt mal, wir denken einfach mal fantasievoll. Das Warum erschließt sich uns nicht. Und jetzt mal schon kurzen Überflug. Das Warum, du kannst heute nicht behaupten, das ist Quatsch, was du sagst, Frank.
Ich weiß genau, wenn ich Bilanzen eintippe oder Raumanzüge baue, dann ist das weil, also warum? Dann ist das weil ich das für die Mondlandung oder für den Zentralrechner tue. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht behaupten, das Blut kommt da rein ins Bauwerk, oder es ist reine Fantasie, dass das Blut ins Bauwerk kam, oder wenn es schon drin ist, dann haben die es auf keinen Fall gemacht, um die Götter zu besänftigen oder um es fester zu machen. Weil beides sind mentale Welten, die wir nicht mehr erschließen können. Du kannst eine Einstellung, eine Perspektive zu diesen mentalen Welten haben. Komm ich an, weil ich habe den Eindruck, ich bin nicht ganz auf dem Punkt. Du kannst eine Perspektive auf diese Vorgänge haben. Kannst du sagen, die Mondlandung fanden statt, weil wir haben gesehen, wie eine Rakete da hochfliegt. Punkt. Ich war dabei. Ich habe den Treibstoff hergestellt. Dasselbe jetzt wieder. Ich kann 10.000 Beispiele kann ich jetzt machen. Die Mondlandung muss stattgefunden haben. Ich habe ja den Treibstoff entwickelt dafür. Aha, okay. Und wir haben genau geguckt, dass der dieses Dichteverhältnis hat und diese Effizienz und. Ja, und? Was beweist das? Der entscheidende letzte Punkt fand in deinem Kopf statt, warum du es tust. Warum du es tust. Du kannst tausende Handlungen zusammenfassen und ganz oben weiß einer nur, warum du es tust. Vorher sind es nur Handlungen. Ich habe versucht, vor langer Zeit es mal in einem Bild zu zeigen. Da habe ich gesagt, du willst auf ein Tor schießen, in den Winkel rein. Und du weißt genau, wenn du den Fuß und so jetzt genau so, Fußball jetzt genau so fixierst, wird der Ball da landen. Das weißt du vorher. Und in unserem Gedankenbeispiel schon wieder eins, ich hoffe, ich überstrapaziere das Ganze jetzt hier nicht. In unserem Gedankenbeispiel würde er auch auf den Millimeter genau im Winkel landen. Jetzt passiert aber eins. Kurz bevor du, einen Millimeter bevor du gegen den Ball trittst, kommt ein Windhauch und verschiebt den Ball um einen Millimeter. Und der Ball geht einen Meter am Tor vorbei. So ist es. Und das wäre das letzte Warum gewesen. Weißt du, du kannst Erkenntnisse erlangen über tausende Sachen. Also wie du jetzt trittst, was du gelernt hast und so. Das wäre alles vergleichbar jetzt mit dem Raumprogramm. Das wüsstest du alles. Aber dann zu folgern, er geht genau da in den Winkel, wenn der Windhauch kommt. Ist genau die letzte Information wie bei diesem jetzt Raumprogramm oder unseren Geschichten, die wir heute hier vorgestellt haben. Wir können sie nicht beurteilen, weil wir nicht alle Informationen haben. Gut, ich rede ein bisschen viel jetzt. Jetzt sind wir auch ein bisschen abgekommen. Ja. Ja, und Blutspenden. Da waren wir ja eigentlich, ne? Die ganzen Blutspenden, die. Ich weiß, ich war noch beim Bund damals, ne? Wurden wir alle in die Turnhalle gelegt. Ja, wurde uns Blut abgenommen. Ja, man freiwillig. Weil es gab danach frei, du hattest dann den Tag frei, und gab ein Fresspäckchen. Ja, war lauter Leckereien drin. Hattest du dann ein Liter Blut oder sowas weniger? Sind sie billiger an Blut gekommen. Wenn ich heute in den Unikliniken Blut spende, ich glaube der Liter 50 bis 100 Euro, kannst du richtig Kohle machen. Mit Blutspenden. Na, musst wahrscheinlich geimpft sein. Oder? Wie ist denn das mittlerweile? Hochinteressant. Wie ist das mit den Blutspenden? Dürfen dann nur Geimpfte jetzt Blut spenden? Oder wie sieht das denn aus? Gut, kommen wir schon wieder ab. Aber du siehst, Blut, und ich glaube, das war die Faszination des Anfangs, ist absolut faszinierend. Das zieht dich voll rein. Gut, ich glaube, ich habe soweit alles gesagt. Ich glaube, es war ganz in Ordnung. Ich wünsche dir jetzt zu unserem Thema noch einen schönen Tag. Du kannst dir ein paar Gedanken machen. Ich hoffe, es waren genügend Impulse dabei über die Bedeutung von Blut und Blutopfern in unserer Welt. Mach's gut.